Servus, meine kleinen Kinder. Es geht hier weiter mit Mario 3D Land. Ja, wir sind hier in Special World 4 und dann kann es ja gleich losgehen. Nix herumschwaffeln, einfach weiterlegen, ne? Wie sieht aus? Naja, also, mal schauen. Och man, was wird das für ein Level? Nee, nicht dat. Ich wollte mal schauen, was hier kommt. Vielleicht brauchen wir das ja. Vielleicht, aber mal schauen. Wir haben eh 2 Stone Tanukis. Aber an dieses Level kann ich mir ein bisschen erinnern, ne? Ach ja. Ich habe in letzter Zeit doch ziemlich viel Mario 3D Land jetzt gezockt. Weil, das wollte ich sowieso mal ansprechen. Mal was zum Spielen, ne? Ist ja auch nicht schade, wenn man das mal macht, ne? Es geht nämlich um die Länge und so. Und so. Da ist das. Irgendwie habe ich mir gedacht, dieses Level, das gab auch. Das gab's auch in den normalen Welten und dann jetzt in der Special Welt jetzt ein bisschen schwieriger gemacht. Ich kann mich zwar in der normalen Welt doch irgendwie erinnern, dass da sowas gab, aber nicht so wie es jetzt ist. Irgendwie kann ich mich erinnern, dass hier mal ein Schatten-Mario war. Keine Ahnung. Ich kann mich jetzt auch natürlich irren oder sowas. Aber ich darf keine Starcoin verpassen. Aber für was? Okay. Ich darf das nicht. Okay. Ich muss einen Überblick hier bewahren. Nix aus den Augen verlieren. So. Aber es ist ein interessanter Level. Muss man schon lassen. So, ihr könnt jetzt endlich mal aufhören. Geht weg. So. Du kannst auch mal weg. Oh, natürlich genau auf mein Face. So, du stirb jetzt mal. Mario is not amused. Naja. So, ich habe jetzt das Gefühl, jetzt taucht mal gleich so ein Viech auf. So ein Viech namens Starcoin. So, deswegen benutze ich das jetzt vorsichtshalber. Da sieht man schon. Da ist doch was. So, geht's weg. Geht's weg! Runter mit dir! So. Was ich sagen wollte, ist... ja. Jetzt schon? Schon wieder? Schon wieder ja sowas. Okay, jetzt wird es ein bisschen stresshaftig mit diesen blöden Gerbex. Voll in Bildschirm rein. Och man. Ich wollte mich eigentlich verwandeln in so ein Stone Tanuki oder sowas. Aber nie. Na, irgendwie. Das schaut nicht so echt aus. Irgendwie komme ich nicht mit dem 3D hier zurecht. Bin ich der Einzige, der da so Probleme hat, weil es hat nicht so ausgesehen, dass dieser Strahl mich da erwischen tut. Aber jetzt können wir da nicht mehr rauf, oder? Wie sollen wir da bitte raufkommen normalerweise? Weil irgendwo anders kann ich mir das nicht vorstellen, die Starcoin. Och Mann, was soll denn das? Oder schon. So kommt man auch nicht drauf. So. Ich lasse es. Ja, Mann, ey. So, jetzt schaue ich, ob hier welche Blöcke versteckt sind oder sowas. Ich glaube aber, da oben ist es. Weil ich habe sonst nirgends gesehen, die Starcoin. So, jetzt einfach mal Geduld haben und dann mal Ausschau halten da oben. Kann man sich da rüberdrehen? Nö, aber... Ja, das sieht man schon. Wie soll man da bitte raufkommen? Da kommt man so nicht drauf. Also lassen wir es einfach. So. Das hole ich offscreen nach. Und da sieht man doch noch. Oh, du hast ja überrascht. Aber ich hätte mich vielleicht da ein bisschen mehr umsehen können. Vielleicht waren da ja versteckte Blöcke zum Rauf. Aber. Und gut, dass ich jetzt alle Items jetzt schon wieder weg habe. Verloren habe. Habe ich super gemacht. Och man, was soll denn das? Jetzt kommt ein Schatten Mario. Juhu! So. Okay, dann ist dieses Ghost Welt, danke, dass du mal spawnst. Ich war zu schnell dafür, ne? Das dauert so lang. So, Dala, was gibt's hier? Es kann ja überall wieder die ganzen Starcoins liegen. So, vielleicht da hinten? Nö. Aber was tut da so doof herum? So. Hallo, wie soll man das bitte erreichen? Och, Mann, was soll denn das? Och, jetzt verpasse ich das schon. Ah, das habe ich doch gut gemacht. Okay, während diesem stressigen Level kann ich nix sagen, sorry. Och, nee. Starcoin, was ist mit dir?
Was tust du denn mit mir? Och man, sorry Behus, aber das ist mir zu viel Stress jetzt gerade. Falls ich mal den... Okay, ihr seid eh nicht im Weg, deswegen ist es nicht so ein Stress. Kann ich darauf? So. Jetzt haben wir den Störenfried endlich mal vernichtet. Hier sollte es normalerweise weitergehen. Und ich habe alles geschafft, ohne ein Buhu zu verletzen. Das ist auch super. Das gefällt mir. Ich sehe das als Erfolg. Aber ich sehe auch Erfolg auch an, wenn ich das jetzt ausnützen würde, dass dieser Spast jetzt endlich weg ist. Wollte ich sagen, aber so ist es nicht. Oh, ich hab's zu spät gemerkt, dass da nichts ist, ne? Och man, jetzt kommt schon wieder. Und das dauert wieder so lang, bis es spawnt. Och, Männchen. So, aber jetzt wissen wir wenigstens, wo wir nachsehen müssen und wo wir nicht nachsehen müssen tun. Deswegen können wir da einfach jetzt rüber hopfen. Da ist nix, also können wir da einfach rüber. Darüber springen. Da ist dann sowas. Das holen wir uns natürlich, den Stern vernichten, diesen blöden Penner hier. Nein, Bo! Oh. Das warst du, du blödes Level. Wegen dir habe ich im Buhu verletzt. Nur wegen dir, du Mistviech. Aber ich spüre schon. Ich bin da wesentlich gestresster. Ist das so gescriptet, dass man hier wieder auf diesen Schatten Mario trifft? Weil irgendwie ist der vorher auch genau da aufgetaucht, obwohl ich mich jetzt mehr beeilt habe. Och man! Dieses Level, das ist irgendwie stressig, aber nur irgendwie. Und mit irgendwie meine ich voll stressig. So, darüber latschen. Puh, das haben wir geschafft. Ja, diese Speziallevels sind schon ein bisschen stressiger, ne? So, ich glaube jetzt, du tauchst hier jetzt nochmal auf, oder? Oder? Ja. Also muss ich mich ein bisschen beeilen und drauflatschen. Jawohl. Ach ja, das wollte ich eigentlich sagen. Das wollte ich eigentlich auch ansprechen. Aber zuerst spreche ich das mit Luigi an. Weil das ist jetzt wichtiger. Ich habe jetzt mir gedacht, Luigi werde ich in diesem Let's Play nicht zeigen. Weil ich glaube, man muss, zumindest um die 5 Sterne zu bekommen, muss man alle Level mit Mario und Luigi schaffen. Und mit Luigi mache ich es nicht, weil es ist genau das gleiche alles wieder durchspielen. Ja, Luigi ist ein bisschen anders drauf als Mario, aber es lohnt sich für mich nicht, als Let's Play einfach weiterzumachen hier. Ich sag's jetzt mal so. Ich sag's mal so, ne? So, kannst du ein bisschen weggehen? Springen. Ja, ich hab dich doch bei deinem blöden Bauch erwischt! Ihr habt es doch gesehen! Ich hab nicht das Stachelviech da So. Jetzt dachte ich, das ist das Spiel. Och man! Och man, da hätte ich auch ein Item gekriegt, ihr doofen Viecher. Und natürlich kommen jetzt auch Kugelwilli und natürlich schwattle ich jetzt einfach noch unten. Ach, Mann, heute klappt's wieder nichts. Jetzt aber wissen wir da. Ihr seid zu fett. Ihr seid einfach zu fett und das kommt von mir. Ah, so, jetzt geht einfach weg. Ah, das hat mich natürlich nicht verletzt, warum auch. Da warst du da. Da. Gut, jetzt habe ich wieder ein Stone Tanuki, was mich dann wieder freuen tut. So, geh weg. Ich möchte dich nicht. Ist da was drinnen? Ja, eine Starcoin. Okay, jetzt ist wieder dieses 3D-Denken hier. Okay, vielleicht kriegen wir noch hier was. Vielleicht kriege ich dann hier was. Und? Mann, warum denn? Kann ich nicht ein Power-Up kriegen? Nach das sehne ich mich. Michi sehnen. Der Michi sehnt sich nach Michi. Ja, so sieht's aus. So, jetzt können wir aber hier ein bisschen herumwirbeln mit unserem Schwanz. Jetzt muss ich irgendwie an Griechisch denken, an einen Griechischunterricht von mir. Na, von mir, den ich mal gehabt habe. Da haben wir von irgend so einem Philosophen gehört, der einfach auf die Straße gegangen ist und hat einfach sich einen runtergeholt. Und so einen Text haben wir übersetzt, weil das ist toll zu wissen, dass da irgendein Lüstling, dass es so ein Lüstling gab, der sich einfach mal einen runtergeholt hat. Einfach so, weil Spaß gemacht hat. Auf der Straße, öffentlich. Warum nicht? Warum nicht? Obwohl, war das ein Philosoph? Ich weiß jetzt nicht mehr so recht.
Ich weiß nicht mehr, sorry. Aber für die eine Starcoin, da brauchen wir doch einen Bumerang-Pur, oder? Oder, nein, sagen wir nicht, wir müssen den bis da... Ich probiere es hier so mit. Ich probiere es so mit, Leute. Können wir hier Wand springen? Nee. Naja, wir sehen uns hier genau wieder, ne? Weil da schneide ich raus, natürlich. So, da sind wir wieder. Mit... Ich wollte eigentlich sagen mit Skill und habe überhaupt nicht gesehen, dass hier eine Lücke war. Oh mein Gott. So, können wir das jetzt irgendwie einsammeln, bitte? Wie sollen wir das einsammeln? Hallo? Hallo? Hm? Wie stellen Sie sich das vor? Wie stellen sich die das vor? Ja. So, 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 so. Okay, mir egal. Einfach rauf. Einfach rauf, mir egal. Ja, ich habe endlich dieses Level hinter mir. Das war ein Krampf ein bisschen, aber nur ein bisschen. Aber mit ein bisschen meine ich ein bisschen, ein bisschen. Busy. So. Gibt es jetzt mal einen sanften Level, wo ich das Thema ansprechen kann und nicht gestresst herumlaufe? Nee, Spiel denkt sich, was du willst. Du willst so ein Level haben. Oh, weißt du, was du jetzt kriegst? Das hier. Ja, weil das ist so was von spannend. Ja, spannend. Es ist spannend. Ich meine, so, keine Ahnung. Entspannend. Nicht spannend, sondern entspannend. Ja, manchmal läuft das nicht mit Wörter in meinem Köpfchen. So, aber das schaut jetzt noch nicht so stresshaftig aus. Aber wir dürfen ja nicht die Augen verlieren, ja? Also vergisst nicht die Ohren und die Augen. Weil irgendwas. So. Wo gibt's hier jetzt eine Starcoin? Da oben sieht man doch. So. Jawohl, ist da vielleicht was? Nie. Aber du bist hier. Nicht vergessen, hier kann man nur Zeit einsammeln, wenn man Gegner vernichten tut. Warum habe ich das gemacht? Boah, warum geht's da? Warum ist da schon schade, wenn es da unten noch weitergeht? Das ergibt keinen Sinn. So. Irgendwie bin ich heute wieder von verdammt schlecht sogar. Aber verdammt dich. Naja, aber jetzt ist dieses Level eh nicht so stresshaftig, deswegen kann ich es mal ansprechen. Naja, ich meine, Luigi habe ich schon angesprochen, das werde ich nicht im Let's Play zeigen. Und ich habe ja gesagt, ich habe in letzter Zeit, in den letzten Tagen, besonders weil ich ja krank war, habe ich hier die anderen Spiele nicht aufnehmen können, auch nicht spielen können. Deswegen habe ich ordentlich viel Zeit gehabt, was Socken betrifft. Und da habe ich jetzt auch Mario 3D Land ein bisschen gezockt. Ein bisschen. Ist ein bisschen untertrieben, ne? Aber ich habe da jetzt mal alle Level, die wir bisher gehabt haben, oh Mann ey, mit Luigi durchgespielt. Das wollte ich sagen. Weil wie gesagt, das im Let's Play werde ich nicht zeigen, weil warum auch? Hallo? Warum? Ja. Mir egal. Mir egal, weil anders können wir das nicht jetzt einsammeln, ne? Wie soll man sonst auf die Flag kommen und die Starcoin einsammeln, wenn man keinen Power-Up hat, ne? An das haben die Spieleentwickler anscheinend nicht gedacht. Dass man das nicht alles, beides schafft, ne? So. Ich habe eh immer so einen Mangel an Items hier, Power-Ups. Naja, eigentlich nicht. Eigentlich nicht, aber ich versammle alles. Ich versammle. Vermassel alles. Ich hab's heute mit dem Reden und mit dem Zocken. Das ist ja ein gutes Omen für den Part. So, aber ich möchte wenigstens eine Welt schaffen hier. Weil, ja, warum nicht? Schaffen wir auch. Und da sind wir wieder beim anderen Thema, was ich nicht angesprochen habe. Nämlich die Länge vom Spiel. Oder generell vom Spiel. Na, vom Spiel möchte ich doch reden. Es ist ja
das erste Mal, dass Nintendo sowas gemacht hat, ne, mit dem 2D, 3D-Denken da. War ja ganz neu. Und das darf man auch nicht vergessen, ne? Aber was ich ein bisschen schade finde, ist, es ist doch verdammt kurz, das Spiel. Besonders da die Welten. Geweckte Bild. Besonders die Welten. Die haben ja, wie viel Level hat so eine Welt? Wie hast du mich bitte jetzt erwischt? Nicht viel. Das steht fest. 6, oder? Also richtig zum Durchzocken. Nicht die Toads House oder sowas. Die zählen jetzt nicht dazu. Mann, ich hätte gedacht, da oben ist was. Irgendein verstecktes Item. Och nee, mach das nicht mit mir, Spiel. Ich möchte keine Buhus töten, so. Ihr seid mir egal, aber ich möchte... Natürlich sind hier auch noch Buhus. No. Naja, wenigstens bin ich nicht durch in den Abgrund gesprungen gestorben, sondern zu Buhu. Das ist auch mal was. So, aber jetzt wissen wir, hier sind keine Power-Ups. Also laufen wir einfach mal durch und lassen uns erwischen. Warum nicht? So, jetzt sind wir wieder gleich an dieser Stelle angelangt, wo wir Buhus töten müssen. Das ist dieses Spiel. Naja, aber wieder zurück zum Thema. Finde ich schon ein bisschen schade, dass es so kurz ist. Ja, es gibt jetzt 8 Spezialwelten dann auch noch, aber eigentlich sind das recycelte Welten. Also... Die ersten Welten, also die regulären, die normalen Welten, halt nur irgendwie abgeändert. Also es sind nicht ganz neue Level. Och Mann. Also manchmal habe ich Skill, manchmal habe ich den allergrößten Nicht-Skill. Ja, Nicht-Skill, so heißt das. Oh, das nervt. Oh. Oh, da war ja was. Hätte ich ja fast wieder vergessen, ne? Und dafür habe ich wieder einen Schlag einstecken müssen. Jetzt bin ich wieder klein. Och Mann. Da dieht. So. Also wieder zurück. Was war das schon wieder? Irgendwie, keine Ahnung. Und habt ihr diesen Strich da gesehen? Diesen weißen Strich? Das war ein Fehler. Ja, so, aber jetzt lasse ich mich mal nicht erwischen. Das kann doch nicht wahr sein, dass ich mich dauernd so blöd erwischen lasse und dauernd so blöd herumhüpfe und... Das war auch nicht optimal, aber besser als runterfallen wie jetzt zum Beispiel. Was habe ich denn? Was habe ich? Was soll die Kacke her? Jetzt kannst du endlich mal konzentrieren. So, ich glaube, weil ich das Thema angesprochen habe, da bin ich dann einfach zu irritiert und deswegen kann ich nicht skillen. Das ist der Fehler, ne? Deswegen werde ich jetzt einfach nur das Spiel kommentieren und kein Thema mehr ansprechen, ne? So sieht's aus. Also, jetzt werden wir den Stein einsammeln, den Stern. Und ich lasse jetzt mal die roten Münzen, weil die haben mir dauernd nur eine Misere gebracht, als sie mir geholfen. Obwohl da wahrscheinlich ein Power-Up gibt. Aber ich hüpfe einfach da mal in die Lücke rein, weil warum nicht? Oh. So, ab jetzt schneide ich. Jetzt schneide ich einfach, weil das geht einfach nicht mehr. So, da sind wir wieder. Oh, da war Checkpoint. Und gibt es mal ein Power-Up? Ja, die roten Münzen war wahrscheinlich Power-Up, aber okay, da müssen wir halt so weiter. Geht's weg, ihr doofen Knochis. Aber jetzt kann ich wieder rumfällen, mir egal, weil... So, ich darf nicht vergessen, den Timer wieder einzudrehen. Och Mann, warum kann man hier nicht wandspringen drauf? Das gibt keinen Sinn, Leute. So, Mann, ey, was tust du hier, Buhu? Buhu, jetzt lass mich doch in Ruhe. Ist aber auch nicht so einfach, wenn man nicht sieht, wo der Level weitergeht, ne? Ich sag's jetzt nochmal so. Ich sag's nochmal so. Naja, aber ich hab's gleich wieder First Try geschafft. Ja, da sind wir wieder beim Thema Konzentration und so Multitasking und sowas. Das habe ich hier eigentlich angesprochen im Himmel. Im Fail-Part-Aufnahme, was ich ja dann wieder neu aufnehmen musste, weil In-Game-Sound zu laut gewesen ist. Aber... Das darf man nicht unterschätzen. Auch als Zuschauer, das muss man bedenken. Weil wenn man herumquasselt, kann man sich nicht voll und ganz auf das Spiel konzentrieren. Ich quassel einfach drauf los, was mir so einfällt.
Und das war schon wieder. Ich darf nicht vergessen zu laufen und dann zu springen, weil dann springt man weiter. Ja, das darf man einfach als Zuschauer nicht vergessen, dass man ja auch quasselt nebenbei. Und das ist doch ein gehöriger Unterschied, was die Konzentration betrifft. Ne? Also nicht vergessen, die Let's Player, die quasseln auch drüber über das Gameplay. Das darf man einfach nicht vergessen, Leute, ne? Und deswegen kommen immer so blöde Fails. Natürlich ist man viel besser, wenn man sich einfach nur aufs Spiel konzentriert, aber das kann man ja nicht. Ich kann jetzt... Natürlich fail ich da wieder. Mhm, natürlich. natürlich werde ich mich jetzt auch treffen lassen. Tut und so. Naja, das gibt's nicht. Aber das ist ja auch nicht vom Vorteil, wenn man als Let's Player dann einfach nur da sitzt und nichts sagt und einfach spielt. Ja, dann hat man den Skill dazu. Den nötigen Skill kann man... Ja, natürlich, was tust du, Buhu? Ich schneide es wieder bis zum Ende. Weil das dauert mir zu lange. Ja. Puh. Haben wir es also geschafft. Und jetzt konzentriere ich mich jetzt mal voll drauf. Mein Fehler ist, dass ich nicht laufe. Und einfach nur so blöd herumhüpfe. Weil so kommt man nicht weit, weil man nur immer so herumhüpft. Man muss Anlauf nehmen und dann hüpfen. Dann geht's weiter, ne? So. So schaut's aus, Leute. Nicht vergessen, ne? Timer geht endlich an. So, hier sind wir wieder. Oh. Aber man hat auch gesehen. Ich fail auch manchmal wirklich herum. Und da fiel irgendwas vom Himmel herab. Ich glaube, das war das auch. Aber jetzt haben wir es endlich mal geschafft. Keine Ahnung, was ich hab heute. So schlecht. Ja, mir passiert immer wieder so ein Fehler oder was oder so was oder so was, ne? Aber die ganze Zeit. Das war mal ein Part der Extraklasse, was mein Skill betrifft. Wie gesagt, irgendwann einmal. In den ersten Part. Mir ist sowieso nicht so wichtig, Skill zu beweisen bei solchen Games. Ich möchte einfach meinen Spaß haben. Aber mich nervt's trotzdem. So, es ist ein normaler Level, wie es aussieht. Fragezeichen, ist hier was? Warum ist das ein normaler Level? Das irritiert irgendwie. Ist hier was? Nee. Irgendwie irritiert das schon. Okay. Ist das... was soll der Mist? Ja, ich wollte einfach mal nach diesem Part, nach diesen Geschehnissen vom jetzigen Part, wollte ich einfach mal eine Challenge haben und als kleiner Mario alles machen. Deswegen habe ich jetzt ein Item eingesammelt, was alles bestätigt, was ich gerade gesagt habe. So, und hier ist ja was, nämlich... Was? Ach so. Das können wir auch so einsammeln, ne? Ja, warum mal schwierig machen, wenn es auch einfach geht, ne? Gut, dass wir diesen Boomerang haben. Bist du ein bisschen einsam da hinten, oder? Also lass mich dich einsammeln tun, ne? Und was ist hier? Was ist hier? Ist das ein Troll oder sowas? Oh mein Gott. Was ist denn los? So einfach die Star Coins bekommen? Das ist ein bisschen zu einfach für meinen Geschmack, ne? Bisschen zu einfach. Aber dann mache ich es halt noch einfacher, dieses Level. Mit dem hier. So. Einfach mal so.
Kann man dich? Ja, so. So. So habe ich gesagt. Habe ich doch gesagt. Habe ich so gesagt. Ich möchte es mir schwerer machen, als es ist. Irgendwie läuft es diesen Part nicht. Ich merke es selber schon. Aber mir egal. Jetzt muss ich auch daran denken, was Ruby im letzten Part gesagt hat. Oder im vorletzten Part. Na, gesagt. Als er die Comics geschrieben hat. Ich bin ein wandelndes Lachgasviech. Warum habe ich dich nicht vorher getroffen? Das merke ich selber. Ich lache oft. Auch bei Dingen, die nicht lustig sind oder mich ärgern. Ich lache einfach. Das ist einfach so. Ich lache einfach. Ja, kann man auch nichts machen, ne? So, stirb. Stirb. Du stirbst auch. Und der Pilz ist mir mal egal. So, Starcoin eingesammelt. Jetzt sammeln wir auch mal schnell die anderen Starcoins ein. Und ich habe noch gesagt, das ist ja so einfach, ne? Ist es ja im Prinzip auch. Och, Mann, ey. Jetzt habe ich keinen Boomerang mehr. Hallo? Ich brauche einen Bumerang dafür. Oder ich mach's mit Skill. Jetzt stirb endlich. Hallo, gibt's hier keine Bumerange mehr? Okay, dann sammle ich es mit Skill ein. Ich schaff das doch. Yeah. Obwohl, das war jetzt nicht so skillhaftig. Und jetzt hätten wir diesen Pilz gebraucht von vorher, weil jetzt kriegen wir hier nur einen Pilz, ne? Weil wir klein sind. Okay, dann sammeln wir das gescheit ein. Och man, aber das muss auch so verdammt dünn hier sein, ne? Das ist auch irgendwie doofig. Gut, 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 gut. Oh, so, wir haben es geschafft, endlich. Hey, jetzt kommt ein anderer Boss oder sowas. Ja, aber wenigstens gibt es da so eine Zwischenpassage. Das schaut ein bisschen gefährlich aus. So eine Zwischenpassage, ne, wo man keinen Boss hat. Das meine ich eigentlich damit. Eigentlich, die gehen relativ einfach, wenn man da immer so Wand springt. So, und auch nie. Aber das macht es doch ein bisschen schwieriger. Da muss man sich darauf beschränken, auf eine kleine Stelle. Aber dieser Bum-Bum ist sowieso kein Gegner für mich, also halb so schlimm. So, jetzt sind wir hier. Und jetzt sind alle fröhlich, ne? So, hallo. Springen wir drauf und du bist tot. So, die Stacheln und so. Hm? Nee, er ist schon tot. Hat irgendwie niedlich ausgesehen. Timer läuft wie immer. Na, jetzt kommt sie auch noch, oder? Oder? Ja, man muss die Uhr einsammeln, ne? Puh. Heute habe ich wirklich kaum was zustande gebracht, wollte ich sagen, ne? Weil eine Welt, ja, pro Part eine Welt ist ja nicht so schlecht, aber ja, ich möchte eineinhalb Welten. Ja, das möchte ich auch erreichen und so, ne? Weil, keine Ahnung. Weil das ist mein Anspruch hier, sagt der, der heute so geskillt hat, ne? Der hat ja da. Ich habe da so oft gefailt, aber meistens nur aus dem Grund, weil ich einfach schnell dieses Level abschließen wollte. Das muss ich auch sagen. Ich habe gefailt. Ich verheimliche das auch nicht. Und hier schon wieder dieses 3D-Denken. Irgendwie schaut das. Wo ist denn das? Da. Ich glaube nicht, dass das nur ich bin, der da Probleme hat. Ich kann mir das nicht vorstellen. Weil ich habe sonst nicht so Probleme gehabt mit dem 3D-Denken in Mario-Spielen. Aber hier ist es doch bei manchen Stellen wirklich arg, dass ich mich da verschätze. Da muss doch dann irgendwie was vom Spiel sein, was nicht so richtig ist. Gib mir Ruhe. Gib mir Ruhe, ne? Das möchte ich mal gesagt haben. Juhu, diese Dinger hier. Und schon wieder Klein Mario. Naja,
Warum habe ich da jetzt keinen Stern gehabt? Ach so, voll vergessen. Ich hol's dann nach. Mal schauen, wie viel Zeit mir nach diesem Part jetzt noch bleibt. Bitte, Buhu. Musst du genau dastehen? Das ist doch doof, ne? So, aber mal schauen. Gibt es hier irgendwo. Da ist eine Starcoin. Ist sonst noch eine Star. Okay. Ja, ich war einfach zu hastig, ne? Das war ja auch mein Fehler in dem Bosskämpfen jetzt gerade. Ich war einfach so schnell ungeduldig und jetzt ändere ich das jetzt mal, ne? Das schadet nicht, ne? Einfach mit Ruhe dahin. Einfach so in Ruhe nach hinten gehen und schauen, was ist denn, ist da jetzt Spaß? Und wenigstens mal ein Power-Up, ne? Das ist auch mal was, ne? So. Mal schauen. Einfach das aktivieren. Nach hinten schauen. Ja. Ohne Stress. Wir haben ja keinen Stress, ne? Gut. Und jetzt haben wir sowieso etwas in der Hintertasche so gesehen, ne? Mit Stone Tanuki. Also alles so halb so schlimm. Also kein Grund, so schnell herumzutun. So, kommt da irgendwas? Komm. Komm. Lässt du auf sich warten? Ja, natürlich so schnell. So eine Verarsche ist das schon wieder, ne? Vorher 30 Jahre nichts kommt und dann auf einmal. Ist da irgendwas? Das hat gejuckt hier. So, die letzte Starcoin ist da unten. Ich sehe schon. Okay, gib mir Ruhe, du blöder Ball. Du blöder Ball, du. Und hier? Was ist hier die Schwierigkeit? Ach so, das ist die Schwierigkeit. So. Ja, habe ich doch gesagt, mit Geduld, einfach nicht so schnell irgendwas machen. Jetzt geht weg, ihr blöden Delende. Ja, haben nicht geschafft. Naja, was ich eigentlich noch ansprechen wollte, ist wegen Luigi. Ich mache das, oder? Ich weiß nicht. Ich mache ab nächsten Part mit Luigi und das mache ich dann, ne? Weil ich habe beschlossen, nicht mit Luigi das zu machen, das Let's Play. Also können wir da die letzten paar Welten, die letzten vier Welten noch mit Luigi machen. Und dann ist alles gut, ne? Aber jetzt suchen wir hier noch die Starcoin und dann beende ich diese Misere hier. Diesen Krampf, diese krampfhaftigen Part hier. Oh mein Gott, das war was. Aber wir haben was gelernt heute. Und was? Einfach Ruhe bewahren. Gibt keinen Grund so schnell. Weil wenn du schnell den Level abschließen willst, weil du einfach gefailt hast, dann passieren dir einfach mehr Fehler. Und dann musst du erst recht länger Zeit verschwenden mit deinem Level nachholen. Ja, das müsst ihr euch merken. Also wir sehen uns gleich wieder. So, ab hier muss die Starcoin sein. Irgendwo, oder? Oder war das die erste? Ich weiß nicht. Nein, hier kommt die nächste Starcoin und dann. Ab jetzt. Näh. So. Och nee, nicht ihr schon wieder. Da, ich kann das nicht ausmachen, wo die hinzielen. Das sehe ich einfach nicht. Das schaut nicht so aus, dass das damit komme ich einfach nicht zurecht. Damit komme ich einfach nicht zurecht, ne? Ach so. Ich habe mir schon gedacht, wo ist denn die Starcoin? Die war ja da oben. Wieder voll vergessen, ey. Aber wie soll man da bitte sonst draufkommen ohne diesen Tanuki? Kann man das nicht irgendwie... Ich möchte das jetzt irgendwie überprüfen. Gibt es hier irgendwo was? Hier vielleicht? Vielleicht da ganz oben? Nee. Vielleicht irgendein einzelner Block, den ich jetzt nicht getroffen habe? Vielleicht hier? Nee? Also das finde ich schon ziemlich lame, dass man eigentlich viele Stellen nur mit irgendeinem Item bekommen kann. Obwohl, vorher war das mit dem Bumerang nur so eine Erleichterung, kann man jetzt sagen. Aber hier braucht man den Tanuki unbedingt, um den Item einzusammeln. Und das finde ich ein bisschen lame. Ja,
Man hat zwar die Chance, ganz am Anfang vom Level ein Tanuki zu bekommen, aber da ist es ja auch random. Das ist ja nur so ein random Item-Block gewesen. Naja, ist auch egal. Aber ab nächsten Part spiele ich mit Luigi und ja, dann sehen wir uns dort. Also, bis dann.